In diesem Video behandeln wir, wie man DMI-Arc nach der Methode 2020 fliegt, anhand von einem Case 3 Departure Beispiel. Wir nehmen an, wir befinden uns auf einem Träger mit dem Tarkan 71 X-Ray. Der Träger hat einen Kurs, ein BRC von 356 Grad und wir wollen das Exit-Radial 230 erreichen, was als nächsten Weg ein Linksturn im DMI-Arc entspricht. Als erstes überprüfen wir, ob das Tarkan auf 71 X-Ray gestellt ist. 71 passt, der Schalter ist nach hinten, also auf X-Ray und Transmit und Receive ist on. Außerdem muss Tarkan zum Piloten vorne geschaltet sein, was hier das grüne Licht anzeigt. Das wäre Rio, das ist wieder Pilot. Wir sehen, dass die Range schon 0,1 anzeigt und der Kurs 356, das BRC. Das bekommt ihr, wenn ihr auf der F10 Map direkt auf den Träger geht und einfach beim Kurs, beim aktuellen nachschaut. Dieses BRC dreht ihr dann mit dem Knopf so ein, dass das BRC 356 hier unter CRS erscheint. Und rechts unten noch überprüfen, dass das Tarkan auch eingeschaltet ist. Hier unten haben wir unser HSDI, Horizontal Situation Display Indicator. Für den DMI-Arc brauchen wir zwei Sachen am HSDI. Und zwar ganz unten das kleine Dreieck ist die Richtung zum Tarkan, jetzt hinter uns. Die Antenne ist ja auf der Insel unten drauf. Und in der Mitte unseren Course Deviation Indicator. Wobei ein Teilstrich bedeutet 2 Grad. Von links nach rechts einmal komplett durch, sind das 10 Grad insgesamt. Als nächstes springen wir dann rechts bei der F14 zum Armaturenbrett und gehen die Checkliste durch. Wir schauen, ob wir genug Sprit mit haben, Canopy ist zu, Seat ist armed, Stabilize Augmentation ist auf der linken Seite, das sind diese drei Schalter. Dann noch die Trimmung kontrollieren und richtig einstellen. Am Field ist es ja immer neutral getrimmt. Hier mache ich immer, sobald ihr das Rearm macht, stellt er automatisch etwas ein. Ich mache dann noch einmal einen kleinen Klick nach hinten. Dann müsst ihr beim Starten den Stick erst gar nicht in die Hand nehmen, sondern die F14 kommt in der richtigen Position raus. Dann links unten schauen, ob der Hebel von den Wings ganz nach vorne ist und das Cover geschlossen ist. Und einmal cheaten in der Außenansicht, ob sie auch korrekt ausgefahren sind. Als nächstes haben wir dann noch die Flaps. Einmal den Flap Indicator versuchen. Auf der Whirlpool Throttle habe ich den Luxus. Tatsächlich von dem Schieberegler, den ich setzen kann dafür. Einmal kontrollieren, ob die Flaps wirklich ganz ausgefahren sind. Dann als letztes die Controls. Ich mache das tatsächlich in VR immer. Ich stehe ab und zu so weit rechts an der Wand, dass ich den Joystick nicht vernünftig nach rechts drücken kann. Insofern lohnt sich sogar, die ganzen Controls nochmal zu überprüfen. Sobald wir das Signal bekommen haben, dass wir Takeoff Power setzen dürfen und schießen dürfen, setzen wir einmal Military Rated Thrust, Anmerkung F14, Afterburner streng verboten, sowohl beim Start wie bei der Landung. Beim Start würde einfach vorne das Nosewheel kaputt gehen und bei der Landung ist der einfach so mächtig, der Afterburner, dass hinten der Haken abreißt. Beim Start selbst behalten wir den Vertical Speed Indicator VSI im Auge. Sobald der Positive Rate anzeigt, Gear rein. Und jetzt drehen wir schon ein bisschen nach rechts, um den CDI, den Course Deviation Indicator, zu zentrieren. Wir achten auf die Geschwindigkeit, fahren die Klappen ein bei ungefähr 200. Wir bleiben noch ein bisschen rechts. Oben sehen wir das CDI in die Mitte wandern. Jetzt banken wir ein bisschen nach links, um das CDI schön zu zentrieren und auf dem korrekten Radial rauszukommen. Zur Anmerkung, wir fliegen jetzt immer noch BRC. Bei der F14 lohnt sich jetzt der Blick nach links unten. Einmal das Stabilisierungsprogramm einschalten. Nachdem wir uns jetzt den 300 Knoten nähern, reduziere ich die Geschwindigkeit. Ein Fuel Flow zwischen 4 und 5 hat sich da definitiv bewährt, muss man dann aber zwischendrin natürlich nochmal anpassen. Während wir jetzt auf unseren ersten Checkpoint bei 5 nautische Meilen zufliegen, wo wir die 1500 Fuß haben müssen, die wir jetzt schon locker haben, bleiben wir weiterhin beim BRC und versuchen das CDI möglichst zentriert zu halten. So, wir nähern uns jetzt den 5 nautischen Meilen. Die Höhe ist gut. Der Turn in der DMI-Arc wird ein 90 Grad Linksturn sein. Deswegen schauen wir jetzt einmal auf den Bearing Distance Heading Indicator. Hier können wir ganz leicht ablesen, was ein 90 Grad Turn nach links bedeutet. Nämlich ungefähr 270. Das werden wir als erstes auch anstreben. So, wir sind bei 6,5. Wir machen uns bereit für den Linksturn. Nochmal, Linksturn auf 270.
Geflogen wird das Ganze als 45-Grad-Turn. Ich leite den hier ein bisschen zu knackig ein, deswegen komme ich auch etwas zu früh raus. Werden wir dann nachher gleich sehen. Wir sehen jetzt, wir haben DMI von 8,0. Wir nähern uns langsam der 270. Ich drehe jetzt schon mal den Course-Knob ein bisschen nach und schaue einfach, auf welchen Radial ich den Turn beende, also wo ich rauskomme. Wenn das weitergeht, wir sind jetzt bei 8,8, wir haben die 270 erreicht und ich komme auf einen Radial von 341 heraus. Wir beginnen nun mit Turn 20, ich stelle den Course-Knob auf 320 ein und fliegen Bank nach links, 30 Grad Kurven sollen wir hier fliegen. Und ich ändere den Kurs von 270 damit auf 250. Ihr seht, ich bin bei 9,3 in der Zwischenzeit, wir passen uns etwas an. Das Tarkan ist etwas links hinter mir, deswegen wird die Distanz größer werden. So, wir gehen weiter von 320 auf 300 Kurs und wieder einen 30 Grad Turn nach links. Jetzt wäre es 230. Das kann man so dynamisch ein bisschen anpassen, je nachdem, ob ihr näher ans Tarkan ran müsst oder weg müsst. Behaltet einfach links den Pfeil vom Tarkan im Auge. Ist der Pfeil in der oberen Hälfte, dann fliegt ihr auf das Tarkan zu. Die Distanz wird weniger. Ist er in der unteren Hälfte, dann fliegt ihr vom Tarkan so ein bisschen weg und die Distanz wird dadurch größer. Ist es genau auf 90 Grad, dann ändert sich die Distanz natürlich gar nicht. So, wir sind jetzt bei 280. Wieder eine 30 Grad Kurve. Ich habe es in der Zwischenzeit so korrigiert, dass ich jetzt auf dem 10 DMI Arc bin. Und mit der Methode fliegen wir jetzt einfach weiter. Wir achten auf den Course Deviation Indicator, der wandert jetzt in die Mitte. Wenn er in der Mitte ist, machen wir zuerst die 29 Grad und dann ändern wir das Heading um 20 Grad. Gleichzeitig behalten wir links den Pfeil vom Tarkan im Auge, momentan fliegen wir davon weg. Wenn wir diesen Bank fliegen, ändert sich das dahingehend, dass wir jetzt wieder leicht aufs Tarkan zufliegen, in der oberen Hälfte. Deswegen wird oben die Distanz jetzt kleiner, 10,1. Und wenn er ganz auf 90 Grad auf der Seite ist, dann wird sich die Distanz natürlich gar nicht ändern, weil wir ganz genaue Beam davon wären. So könnt ihr ein bisschen die Feinkorrektur vornehmen. Das nächste Radial, das wir eindrehen, ist jetzt schon 240. Das ist dort, wo wir unseren Turn beginnen. Das heißt, wir warten jetzt wieder, bis das CDI in die Mitte kommt. Und dann fliegen wir einen 90-Grad-Turn nach rechts, um auf unser Exit-Radial von 230 zu kommen. Wir sehen, der Indikator wandert wieder langsam Richtung Mitte. Und eigentlich sollte ich jetzt das Radial 230 einstellen, was unser Exit-Radial ist. Ich hatte wohl einen kleinen Ziffernsturz und drehe irrtümlich 250 ein. Ich merke dann aber später im Turn, dass da irgendwas nicht passt und drehe es dann zurück. Wir fliegen das Exit-Radial mit einer 45-Grad-Kurve. Hier mache ich ein bisschen mehr tatsächlich. Das ist, weil die Geschwindigkeit ein bisschen angepasst werden muss. Und wir sehen, so langsam schrauben wir uns auf das richtige Exit-Radial 230. Jetzt habe ich es bemerkt. Und wenn man die Kurve sauber fliegt, in dem Fall 60 Grad und wieder zurück, dann haben wir jetzt einen perfekten Intercept wieder vom CDI, vom Course Deviation Indicator und wir sind genau auf unserem Exit-Radial von 230 angekommen. Das war's zum DMI-Arc. Muss man wie alles in DCS einfach 2-3 Mal fliegen, dann hat man das raus. So, viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Pferdech.